Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und es wird wieder Zeit für Macarama. Die nächsten Rätsel stehen an, die nächsten heftigen Rätsel haben wir euch letztens schon vorgestellt, diese App. Wir haben die ersten 5 Rätsel gelöst und heute geht es mit Nummer 6 weiter. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wir sind bei Spin Out. Und bei diesem Spiel müssen wir so kleine Blöckchen bewegen oder auch größere, um diesen Roboter, so nenne ich ihn mal, an sein Ziel zu befördern. Und heute bei Spin-Out mal schauen, wie weit wir heute kommen. Rätsel Nummer 6. Und, oh, wir müssen hier unten hin. Oh, okay. Also das ist jetzt mal heftig. Müssen wir jetzt erstmal nach da hinten kommen. Ich gehe mal davon aus. Echt coole Musik, muss ich sagen. Macarama. Und wir können hier, ich nenne es jetzt mal, ja, Labyrinth vielleicht oder Gebäude. 360 Grad drehen, wie wir möchten, um natürlich zu sehen, wo wir hinkommen. Ah, ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich glaube, ich weiß, wie das hier funktionieren wird. Das zwar immer wieder bewegen, aber das ist kein Problem. Dann geht es hier weiter. Nein. Spin out, also spinnen, drehen irgendwie. So, wir müssen unten zu diesem roten Punkt immer gelangen. Dann haben wir das Rätsel gelöst. So, dann kommen wir hier hin. Jetzt glaube ich. Kommen wir denn jetzt hier runter? Da bin ich mal gespannt. Wir müssen hier vorn hin. Ah, okay, ja. Ich war gerade leicht verwirrt, weil auf dieser Ebene war ich ja noch nicht. Ich war oben auf der Ebene. So. Nein, 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 nein! Was für ein Fail. Das gibt's doch nicht. Komme ich hier jetzt irgendwie wieder drauf? Ich glaube nicht. Ich muss von vorne anfangen. Gut. Dann machen wir es nochmal von vorne. Ach nö, was ist denn jetzt mit mir los, Mensch? Sag nicht, das wird so ein Fail-Gameplay. Nein, nein, diesmal nicht. Ich weiß ja, wie es geht, aber ich stelle mich gerade einfach nur super dumm an. Ich muss ein bisschen geduldiger sein. So, jetzt rüber. Jetzt wieder rüber. Vorsichtig. So. Einfach da antippen, wo er hingehen soll. Und das macht er dann auch. Einfach den Block antippen, nicht zu weit. So, jetzt komm mal. Okay. Nein, du bleibst jetzt so. Steuerung ist eigentlich relativ simpel. Überhaupt kein Problem, manchmal. Drücke ich falsch, aber oh, das war knapp. Das war echt knapp, Leute. So, jetzt seht ihr diese bronzefarbenen, vielleicht sind das so Kupfersteine, keine Ahnung. So, jetzt nicht runterfallen, bitte. So. Okay. Weiter. So, jetzt die Treppe runter. Und jetzt... Nein, nein, nein. Hä? So, okay. Jetzt muss er doch eigentlich da... Hä, warum kommt er denn nicht dahin? Ja, vielleicht müssen wir... Ich glaube, das muss hier weg. Jetzt klappt es, glaube ich. Ja! Auch Rätsel Nummer 6 haben wir geschafft bei Macarama. Hat ein bisschen länger gedauert, aber es hat geklappt. So, wir gehen rüber zu Level 7. Pagoda Push. Oh, Push. Pagoda Push. Und da ist auch ein zweiter. Oh, oh, ich glaube, der verfolgt er uns. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der macht. Ah, der stellt... Oh, okay. Hey, wie komme ich denn an dem vorbei?
Drehen. Das ist ja komisch. Vielleicht immer hinterher. Ja, ich glaube schon. Ich meine schon. Immer schnell hinterher, hoffe ich jetzt mal, dass das hier die Art und Weise ist, wie man dieses Rätsel hier löst. Immer schnell hinterher. Vorher wieder. Also sonst sehe ich hier auch keine Schwierigkeit. Ja, Push drücken also. Wir müssen den nach oben drücken, glaube ich. So, hinterher. Ja, ich glaube schon. Wir müssen den nach oben pushen. Diesen roten Roboter, so nenne ich ihn mal. Der geht jetzt auch die Treppen rauf. Hinterher. Nein, da schubst du uns runter. Müssen schneller sein. So. Hinterher, kleiner Roboter. Heißt er der Macarama? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es, Leute. Heute bei einer neuen Folge von Macarama bei Spiel mit mir Apps und Games. Wir haben natürlich noch andere ganz tolle Apps vorgestellt. Einfach mal in den Kanal schauen. Oder einfach auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. So. Jetzt müsste es aber klappen. Yes! Und wir haben auch Rätsel Nummer 7 geschafft. Sehr gut. Wir versuchen noch eins. Oh, und zwar dieses Wasserlevel. Double Maze. Okay. Das sieht mal echt interessant aus. Glaube ich, hier müssen wir auch unter Wasser. Glaube ich. Okay, wir müssen nach... Da unten dann vielleicht runter. Ah, okay, das ist irgend so ein Labyrinth, aber fragt mich nicht, was für eins. Ah, okay, wir müssen einfach nur diesem Weg hier folgen. So, einmal, nee, hier oben hin. Hoffe ich mal. So, dann kommen wir hoch. Dann vielleicht mal hier hin. Nee, da kommen wir jetzt nicht weiter. Okay, also müssen wir wieder runter. Hoffe ich mal, gehe ich mal von... Nee, das passt aber auch nicht, wenn ich jetzt wieder runtergehe. Nee, kann ich das denn auch nach hier hinschieben? Nö, ins Wasser komme ich jetzt auch nicht. Interessant. Was denn, wenn ich das hier hinhole? Echt spannend gerade. Denn ich bin... Komme hier gerade nicht weiter. Interessant. Das kann ein bisschen länger dauern heute, Leute. Vielleicht gehen wir mal wieder nach unten. Und versuchen da mal einen Weg zu finden. Ihr merkt es, ihr seid live dabei in Echtzeit. Also ich überspringe das jetzt hier nicht. Und wenn es eine halbe Stunde dauert, Leute. Wir gehen vielleicht mal nach oben erstmal. Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Versuchen wir erstmal hier. Das war eben vielleicht der falsche Weg. Wenn wir das hier runter machen, kommen wir nur hier lang. Und hier kommen wir nach oben. Nee. Nee, wenn wir jetzt hier lang, dann kommen wir wieder da. Versuchen wir mal diesen Weg hier. Also hier müssen wir ein bisschen was versuchen. Tricky. So, dann kommen wir mal hier hin.
Das ist mal kompliziert heute. Vielleicht mal hier hin und runter. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Nee, hier kommen wir gar nicht weiter. Das war schon mal der falsche Weg. Okay. Kommen wir vielleicht von hier weiter. Von hier schauen. Kommen wir zum nächsten bewegbaren Block hier. Nach unten mit dir. So. Nee. Hier lang. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja, wir haben auch Rätsel Nummer 7 geschafft. Also heute nur... Nee, das war jetzt... Doch, das war... Ja, geschafft! Nee, das war 8. Wir haben 3 Rätsel geschafft und dafür haben wir etwa 10 Minuten, 11 Minuten gebraucht, Leute. Können wir nächstes Mal natürlich gerne weitermachen. Macorama, heftige Rätsel, extreme Rätsel, besonders Double Maze. Da muss man ein bisschen versuchen, gucken, welcher Weg richtig ist. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, Leute. Wenn euch das Video gefällt und diese App vielleicht auch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber bitte Abo nicht vergessen, Leute. Und dann sehen wir uns beim übernächsten Mal. Ciao!